Ja moin, hier ist wieder der Sebastian. Heute möchte ich euch mal wieder vor der Kamera über Erfahrungen erzählen, die ich mit meiner kleinen Mini-PV-Anlage hier auf dem Balkon gemacht habe. Und zwar geht es heute auch um die Mini-Wechselrichter, die so konstant zwischen 50 und 100 Watt einspeisen können. Bei den Wechselrichtern bzw. auch Einspeisecontrollern wird ja oft damit geworben, dass man damit die Grundlast einspeisen kann bzw. die Grundlast abdecken kann. Ich habe mir aufgrund dieser Aussage letztes Jahr mal so einen Wechselrichter gekauft, der halt diese 50 Watt einspeisen kann. Der war zugegebenermaßen auch ein bisschen teuer, aber ich vertraue einfach Technik mehr, die aus der Schweiz kommt, als Technik, die aus China kommt. Und das ist ja... Hobbys kosten halt einfach Geld. Also als Grundlast verstehe ich das, was so eine Wohnung oder ein Haus quasi konstant, permanent verbraucht. Also in meinem Fall in der Wohnung, die braucht tagsüber 15 Watt für einen Router und dann noch so ein paar Watt für irgendwelche Geräte im Standby. Und da fängt das Problem bei mir ja schon an, weil ein Wechselrichter mit 50 Watt ist da ja eigentlich schon zu viel. Und ich finde, dass man sich generell Gedanken machen sollte, der Hauptgrund, warum man sich ja einen Akku zulegt, ist, dass man so viel wie möglich des erzeugten Stroms selbst verbraucht. Das ist vor allem bei mir, bei meiner Mini-Anlage natürlich besonders wichtig, dass ich hier keine Energie verschenke. Das Video ist übrigens in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um die Theorie und um die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Und im zweiten Teil geht es darum, wie ich versucht habe, das Problem zu lösen. So, und jetzt der erste Teil. Erstmal zu der besagten Grundlast, die so ein Wechselrichter theoretisch abdecken soll. Also das hier ist der Stromverbrauch an einem normalen Wochentag tagsüber, also quasi die meisten Tage der Woche. Tagsüber laufen eigentlich dann nur der Router, einige Geräte im Standby und diese Ausreißer hier, das ist eben der Kühlschrank. Wenn ich jetzt hier mit 50 Watt einspeisen würde, wäre das Dunkelblaue das, was selbst verbraucht wird, also der Eigenverbrauch. Und das Hellblaue würde dann ins Netz eingespeist werden. Das heißt, von der wertvollen, abgegebenen Energie würden gerade mal 60% hängen bleiben, was mir persönlich zu wenig ist. Und abends sieht es ja dann schon besser aus. Also diese Ausreißer da sind dann der Herd und die Spülmaschine. Ich habe das Schaubild mal oben abgeschnitten, weil alles, was da so drüber ist, uns sehr ähnlich interessiert. Das heißt, hier bleiben immerhin noch 96% Eigenverbrauch hängen. Also nagelt hier mich nicht fest. Mir ist schon klar, dass der Verbrauch zwischen 18 und 24 Uhr an manchen Tagen auch anders aussehen kann. Und zwischen den Jahreszeiten schwankt es natürlich auch so ein bisschen. Aber grob kann man schon sagen, dass das im Mittel so aussieht. Und in der Nacht und morgens wieder genau das gleiche wie tagsüber. Durch das Föhnen und Toasten und Wasserkochen und sowas, morgens bleiben halt ein bisschen mehr Prozentchen mehr hängen, aber viel ist das jetzt auch nicht. Und wenn ich mir das jetzt alles für die kompletten 24 Stunden ausrechne, komme ich bei einer Konstanteinspeisung mit 50 Watt auf einen Eigenverbrauch von 70%. Also zugegebenermaßen fehlt hier noch die Waschmaschine und andere gelegentliche Verbraucher. Aber im Gegensatz ist es ja auch so, dass der Fernseher ja auch nicht jeden Abend läuft und im Mittel gleicht sich das alles aus und ich würde grob dieses Ergebnis erwarten. Ich habe mir das dann für mehrere Varianten ausgerechnet, also 20 Watt, 30 Watt, 40 Watt, 60 Watt, 70 Watt, 80 Watt, 90 Watt und 100 Watt. Mit meiner kleinen Anlage würde so ein 20 Watt Wechselrichter, wenn es ihn denn gäbe, gut reinpassen mit seinen 100% Eigenverbrauch. Und immerhin 480 Wattstunden pro Tag. Aber selbst wenn ich eine größere Anlage hätte, hätte ich bei den 100 Watt Konstanteinspeisung schon Bauchschmerzen mit nur 58% Eigenverbrauch. Würde man das nicht so wie ich als Hobby machen, käme eigentlich nur noch so eine 300 Watt Balkonsolaranlage ohne Akku in Frage. Also ich habe das Problem dann erstmal so versucht zu lösen, dass ich die Einspeisung per WLAN-Steckdose mit dem Verbrauch irgendwie verknüpft habe. Es gibt da die, ich nenne sie mal freundlichen Verbraucher, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie, wenn sie an sind, konstant 50 Watt oder mehr verbrauchen.
Manchmal habe ich halt auch eingespeist, wenn Waschmaschine oder Spülmaschine an waren. Und das habe ich dann eben immer so manuell ein bisschen geregelt. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, kann ich damit nicht die komplette Energie loswerden. Ich brauchte also so eine Art Joker. Der Joker war bei mir so ein Ladegerät und einen zweiten Akku. Das Ladegerät konnte ich dann eben so einstellen, dass es mit 30 Watt lädt, also quasi 20 Watt Grundlast plus 30 Watt Laden macht so diese 50 Watt eben. Und damit konnte ich dann die Lücken auffüllen. Den Akku musste ich dann natürlich auch wieder irgendwo entladen und dafür habe ich mir dann den Router ausgesucht, also Spannungsstabilisator an die Batterie angeschlossen und damit dann zum Router. Den dadurch entstandenen Effizienzverlust musste ich natürlich wieder von der Stromersparnis abziehen. Und was ich natürlich auch abziehen musste, waren die Eigenverbräuche der WLAN-Steckdosen. Also so relativ konstant 1,2 Kilowattstunden pro Monat. Und auch wenn es für mich anfangs natürlich ein cooles Hobby war, war es natürlich irgendwann mal zu umständlich. Also bin ich mal irgendwann darauf umgestiegen und habe mir diesen Einspeisecontroller gekauft, der so um die 66 Watt einspeist. Und das mache ich dann so zwischen 18.30 und 0.15 Uhr, beziehungsweise ab und zu auch mal manuell, wenn die Waschmaschine und Spülmaschine laufen. Und ich ziehe am Ende des Monats einfach dann 20% des eingespeisten Stroms ab und bleibe gechillt, wenn der Akku doch mal voll wird. Und das war es eigentlich schon wieder mit meinem kleinen Erfahrungsvideo und ich wünsche euch eine schöne und sonnige Zeit und hoffentlich bis bald.